Hallo und herzlich willkommen, meine lieben XCOM Enemy Unknown Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um mir bei meinem Let's Play und dem Kampf gegen die Aliens zu folgen. Ja, in unserer Verhörkammer befindet sich unter anderem, wie ihr seht, ein Mutong und wartet drauf, von uns die letzten Geheimnisse entrissen zu bekommen. Aber das dauert noch ein bisschen. Schauen wir mal auf der Agenda nach. Wir haben in 4 Tagen endlich unser Satellitenkontrollzentrum fertig und können dann endlich auch in Kürze, kurz bevor der Ratsbericht kommt, unsere 3 Satelliten, die schon gebaut sind, abschießen. In 5 Tagen ist außerdem der Präzisionslaser fertig und wir hatten noch eine Anfrage von Afrika. Da schauen wir doch mal direkt hier kurz im Schwarzmarkt nach, was uns denn der letzte Auftrag so alles eingebracht hat. Jo, Alien-Legierungen haben wir jetzt bis zum Abwinken. Illyrium, Waffenfragmente, prima, prima, prima. Können wir also prima den Auftrag hier, den offenen, erledigen? Das machen wir. Da gibt es immerhin 115 Tacken für. Brauchen wir lächerliche 9 Legierungen von unseren 513. Dann machen wir das und kassieren die Belohnung. Supi, und schon sind wir wieder ein Stückchen reicher. So, was können wir als nächstes noch machen? Gucken wir uns mal die Forschung an. Aktuell läuft ja noch der Präzisionslaser mit 5 Tagen. Und danach würde ich gerne, jetzt können wir ja hier endlich was machen. Die Plasmapistole dauert 18 Tage, kostet 40 Waffenfragmente. Die hätten wir, aber ich würde dann tatsächlich in dem Falle sogar das Plasmagewehr, das richtig dicke, fette Plasmagewehr, wo wir auch 3 Stück von haben, durch die gefangenen Mutons, vorziehen. Dauert zwar noch ein bisschen länger, braucht aber auch 40, so dass wir also beides auf einmal eh nicht machen können. Das wäre also die Idee, sobald der Präzisionslaser hier abgeschlossen ist, zu erledigen. Ja, ansonsten gehen wir nochmal in die Technikabteilung. Einrichtungen bauen können wir leider noch nicht machen, außer wir würden uns noch ein bisschen Geld holen. Dann wäre hier als nächstes ganz klar das Erdwärmekraftwerk dran. Da fehlt uns aber noch ein bisschen Geld. Könnte man zwar theoretisch uns auf dem Schwarzmarkt besorgen, aber warum? So eilig ist das gar nicht. Dann wollte ich noch mal gucken, was haben wir noch an Gegenständen zu bauen. Ja, im Moment eigentlich außer Lasergewehren, die könnten wir bauen. Wäre richtig, kosten aber auch wieder Legierungen. Ob ich die jetzt noch dazwischen schiebe und noch mal viel Geld ausgebe dafür, ja, ich weiß es nicht. Muss gestehen, bin ich noch nicht so ganz sicher. Was kostet die Laserpistole? Naja, mit 8 wäre sie jetzt ganz okay. 5 mal 8 sind 40 Legierungen. Denn der schwere Junge, der braucht keine Pistole. Die könnten wir auf jeden Fall als Zwischenlösung, bevor wir uns die Plasmapistolen dann aus dem eigenen Fundus holen, die könnten wir uns zumindest mal herstellen. Legierung haben wir genug. Dann würde ich vorschlagen, machen wir uns mal 5 Stück. Kosten ja nur 40 und 40 Legierungen. Die nehmen wir. Ja, Lasergewehre könnten wir natürlich auch. Die kosten aber schon wesentlich mehr. Und die Frage ist, können sie so viel mehr? Reichweite Mittel, Basisschaden 5, 10, 7. Um als Zwischenlösung zu agieren, ja, warum eigentlich nicht? Könnte man auf jeden Fall nochmal dazwischen schieben. Wer wäre denn da im Gebrauch? Das müssen wir sehen, würde ich mal vorschlagen, wie das aussieht mit unserer nächsten Aufgabe. So, dann gucken wir nochmal in die Kaserne, Soldaten anzeigen. Ja, da waren ja einige verletzt worden, ne? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Das waren die noch aus dem Altlasten hier. Nee, Archangel kam beim letzten Mal mit 4 Tagen dazu. Tut mir ja leid, aber ging halt nicht anders. Und er und, naja, unser Shilong hier, den hat es gerade noch so, hat das geschafft. Mit einem einzigen Pünktchen konnte er überleben. Gott sei Dank. Das hätte mir sehr leid getan, wenn er draufgegangen wäre. Naja, der Rest sieht noch ganz gut aus. Ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir in die Einsatzleitung und scannen mal eine Runde. 1, 2. Erreichen uns unglaubliche Nachrichten. Aha.
In mehreren Städten weltweit wurden Außerirdische gesichtet. Es heißt, dass nun auch vermehrt zivile Ziele angegriffen werden. Sieht ganz so aus, als hätten sie ihre Taktik geändert. Aber warum? Was soll das? Es ist eine Botschaft an die ganze Welt, dass nichts sie aufhalten kann. Wir halten Sie über die neuesten Entwicklungen auch weiterhin auf dem Laufenden. Oh weia, das sieht nicht gut aus. Und hier um mich herum krummelt's auch gerade ganz schrecklich. Ist ein mächtig heftiges Gewitter im Anzug. Kann durchaus sein, dass ich irgendwie zwischendurch die Aufnahme unterbrechen muss. Eieieiei. Heftig. Und ab geht's. Oh nee, das hört sich bös an. Chrysaliden. Ich ahne es. Chrysaliden, da ist er schon. Alter Schwede. Oh. Übel. Ja, und schon haben wir einen Terrorangriff. Super. Panik. 3. Sehr schwer. In Manaus. Sehr schwer. Terroristen. Das stellen wir mal kurz zurück. Wie sieht's hier aus? Naja, da können wir noch nichts machen. Dann würde ich sagen, okay, dann bauen wir tatsächlich noch mal ein paar Gegenstände. Wen nehmen wir denn alles mit dieses Mal? Problematisch ist, ich muss erst mal gucken, wen wir überhaupt so im Angebot haben. Ich glaube, hier ist noch gar keiner von wieder da, ne? Oh, das wird aber eine heftige Sache. Und dann auch noch ein sehr schwerer Auftrag. Ich habe keinen einzigen Unterstützer mehr. Die sind beide verwundet. Oh Mann. Halleluja. Ich habe zwei Scharfschützen, einen Stürmer und einen schweren. Und dann muss ich auch noch zwei Rekruten mitnehmen. Das ist übel. Das ist wirklich übel. Gut, der Stürmer, der hat eine Schrotflinte. Da müssten wir mal gucken, was hat die so drauf, die Schrotflinte. Moment, Bewaffnung. Schrotflinte, zeig mal. Denn er könnte ja auch ein Sturmgewehr oder alternativ ein Lasergewehr mitnehmen. Das wäre schon möglich. Der hat kurz 4-20-6. Kurz 4-20-6. Die Technikabteilung, baue Gegenstände. Mittel 15-7, ja, da gibt es eigentlich gar keine Frage. Dann müssen wir auf jeden Fall ihn ausrüsten. Das heißt, wir haben zwei Scharfschützen und wir bräuchten 4 Lasergewehre. Naja, gut. Dann machen wir das mal. Komm. 4 Stück. Oh Mann. Projektkosten, nicht genug Geld. Naja gut, das kriegen wir gerade noch auf die Reihe. Dann gehen wir nochmal in den Schwarzmarkt. Verkaufen wir nochmal hier so 2 Chrysaliden bzw. Sektoiden. Handel abschließen, okay. Technikabteilung, Baugegenstände. Lasergewehr. Herstellen. 1, 2, 3, 4. So. Auftrag erteilen. Ah ja, der interne Schießstand. Wollen wir mal gucken, ne? Sieht ja schon interessant aus, das Teilchen. Okay. Passt schon. Ich glaube, mit der könnte man auch relativ gut Deckungen zerstören. So, das war's. Alles paletti. Dann können wir ja loslegen. Schauen wir noch mal. Alien-Terrorangriff. So, wie sieht's denn aus? Wir haben einen neuen Mann hier. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal wieder überall hergehen und die... Nein, die Schalenrüstung ist freigegeben. Das ist gut. Sturmgewehr, Laser, Pistole, Laser, Granate. Nee. Oder doch? Naja, zum Aufstieg wäre das schon nicht schlecht, ne? Ein Scope wäre aber auch gut. Na gut, nehmen wir es erstmal hin, so. So, du bist der Stürmer.
Du bist ja, glaube ich, soweit okay, ne? Außer, dass du natürlich eine Schrotflinte hast, die du abgeben musst. Die Pistole kriegst du gewechselt. Und du kriegst auf jeden Fall als Stürmer, mal gucken, auch die Aliengranate erstmal. Das ist unser Scharfschütze. Wie sieht's damit aus? Schalenrüstung. Ja, Präzisionsgewehr haben wir leider noch kein anderes, aber zumindest kannst du eine Laserpistole mitnehmen und natürlich ein Scope. Versteht sich von selber. Der zweite Scharfschütze. Bewaffnung. Du hast die Schalenrüstung an. Du kriegst auch eine Laserpistole, behältst dein Scope. Das ist unser nächster schwerer Mann hier. Der braucht auch eine Schalenrüstung. Raketenwerfer. Du brauchst auf jeden Fall auch einen Scope als Schwerer. Das muss sein. Und du bist der Nächste. Ja, Panzerrüstung. Könnten wir vielleicht noch eine Schalenrüstung bauen? Das müssen wir nochmal gucken. Vielleicht ist das ja noch möglich. Augenblick. Nein. Na, 20. Das geht nur ums Geld. Naja, das kriegen wir doch noch hin, ne? Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Wir haben genug von den Leichen hier. Komm her. Handel abschließen. Zack, zack. Technik. Baue. Eine Schalenrüstung. Her damit. So. Okay. Und wieder zurück zu unseren alten Jungs hier. Bearbeiten. Bewaffnung. Schalenrüstung. Lasergewehr. Laserpistole. Aliengranate. Ja. Moment. Hätte ich noch einen Scope übrig? Ein Scope hätte ich noch sogar übrig. Wir haben jetzt nur den beiden Scharfschützen ein Scope. Nein, wir haben auch dem Schweren ein Scope gegeben. Dem Stürmer bräuchten wir jetzt keins. Dafür haben wir aber hier überall Aliengranaten. Ja. Also ganz ehrlich, da wir ja nun doch mit einer etwas reduzierten Mannschaft hier unterwegs sind, sind mir die Granaten beim Terroreinsatz lieber. Das macht mehr Sinn, finde ich. Okay, schauen wir mal. Auf geht's. Das sind so diese Einsätze, Terroreinsätze, die sind immer heftig, schwer auch. Und da wir jetzt auch noch mit einer reduzierten Mannschaft unterwegs sind. Kontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Alles klar. Die brasilianischen Behörden haben um Hilfe gebeten. Daher ist das unser nächstes Ziel. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Alles klar, ein neuer Einsatz. Terrorangriff der Aliens im Gange. Viele Zivilisten anwesend. Vermeiden Sie zivile Verluste. Ein Fehlschlag hätte verheerende politische Konsequenzen für XCOM. Ja, dann würden wir natürlich da mächtig Panik kriegen. Einsatzziele. Finden Sie Zivilisten für die Evakuierung. Minimieren Sie zivile Verluste und schalten Sie alle Gegner aus. Tipp. Wenn du mit einer Schrotflinte ein weit entferntes Ziel angreifen musst, wechsle zur Pistole. Der Schaden ist geringer, aber dafür triffst du eher. Das habe ich ja gemerkt in meiner letzten Aktion, wo ich aus Versehen die Schrotflinte abgeschossen habe und es eigentlich gar nicht vorhatte und auch nicht getroffen habe. Ja, Zivilisten. Wir müssen mindestens 6 Stück retten. Ich glaube, es sind immer 18. Soweit ich mich erinnere. Und 6 müssen wir unbedingt retten. Wenn wir alle Gegner killen, dann sind die, die noch auf der Karte sind, noch da. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Okay. Das ist irgendwie eine Brücke hier. Das heißt, wir haben hier wieder so einen Schlauch, wo wir langlaufen müssen. Etwas schwierig. Wir sehen da oben 18. Das sind dann wenn unsere Geretteten und das sind die, die die Aliens killen. Die natürlich bevorzugt auf Zivilistenjagd gehen. So, Scharfschütze Nummer 1 lassen wir erstmal stehen. Das ist einer unserer Jungs hier, der Sturm und Schuss kann. Ansonsten mehr oder weniger gar nichts.
Dann würde ich mal vorschlagen, damit wir möglichst schnell hier nach vorne kommen, ein Spurt bitte. Zack, zack, zack. Aha, hat geklappt. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir hier schon unsere ersten Zivilisten sitzen. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. So, dann gucken wir mal, wen haben wir hier? Das ist einer von unseren absoluten Rekruten, der noch gar nichts kann. Aber er könnte ziemlich weit laufen. Und es ist natürlich gewagt, ne? Oh, oh, oh. Auf der anderen Seite, wenn wir nicht schnell genug hier rankommen, hilft das alles nichts. Tja, wollen wir das wagen? Oder stellen wir ihn erstmal hier hin? Komm, wir stellen ihn erstmal daneben. Ist, glaube ich, etwas besser. So, das ist der nächste von unseren Jungs. Ja, das Auto ist schon besetzt jetzt. Da können wir gar nicht mehr viel machen. Wir könnten natürlich schon noch hier eine Runde laufen, aber da drüben hin bin ich mir nicht so sicher, ob das so sinnig ist. Hier wäre noch eine Möglichkeit, da an der Ecke. Komm, stell dich halt da hin. So, gut. Scharfschütze, Scharfschütze, das ist der andere noch hier. Unser schwerer Junge. Den stellen wir mal hier hin. Und lassen ihn mal ein bisschen absichern. Und unsere beiden Scharfschützen, ja, die müssten natürlich schon... Das wäre ungefähr dieselbe Ebene. Komm, das probieren wir mal. Hoffentlich haben wir Glück. Junge, sieht gut aus. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Und was machen wir mit dir hier? Die stellen wir wenigstens mal hier hin. Und dann kannst du zumindest mal mit der Pistole auf Feldposten gehen. So. Ihr seid dran. Schon einer tot. Einer ist schon tot. Konnte man eh nichts dran machen, ne? War absolut nichts zu wollen. So, dann würde ich dann als nächstes mal den Jungen hier nehmen, der noch nicht so richtig Bescheid weiß und würde ihn tatsächlich hier hinstürmen lassen. Dann kann er schon mal einen Zivilisten retten. Super. Das war doch schon mal eine Maßnahme. Wo ist der andere? Das ist er hier. Er könnte sogar... Oh ja, er könnte... Naja. Aber das macht auch nicht so einen Sinn, ne? Komm her, du kannst aber zumindest neben ihn spurten. Noch keinen aufgedeckt. Das klingt gar nicht verkehrt. Was ist mit dir hier? Du bist der Scharfschütze. Nein. Du bist der Mann, der hier... Wenn ich den natürlich jetzt hier hochziehe, dann ist er natürlich sehr schnell dabei. Bin ich mir noch nicht so sicher. Geh mal hier hin. Und da gehst du mal auf Feldposten. Ja, in dem Falle schon mit dem Gewehr. So, das ist jetzt hier wieder einer unserer Scharfschützen. Der kann dahin spurten. Beziehungsweise, war das einer mit dem Scharfschützen? Nein, das war unser Schwerer. Ich wollte gerade sagen, das kann nicht sein. Das war jetzt Fehler vom Amt. Ihr braucht ja nicht so weit. Dahin. Und Feldposten. Du bist der andere Scharfschütze. Ja. Ehrlich gesagt gefällt es mir hier besser. Und? Feldposten. Denn du hast Opportunist. Ja, ja, ich höre sie. Was war das für ein Geräusch? Ziel erfasst. Oh, oh. Ja, super. Ja, ganz super. Wow. Hört ihr das? Ja, wir hören das. Da kommen gleich noch ein paar. Oh, Schweber. Und noch mehr? Was ist das? Wollen wir mal ein bisschen rauszoomen, noch mal gucken. Wo war denn das, wo die eben rausgekommen sind?
Das war hier oben, ne? Hier oben sitzt nämlich einer. Ah, hier, ich sehe auch gerade. Hier ist die Karte. Hier ist die Karte zu Ende. Aha. Und da oben waren die. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier haben wir noch ein paar Zivilisten sitzen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Da könnten wir doch mit unseren Jungs mal schon mal hinlaufen. Fände ich gut. Was passiert, wenn ich dich hier hinstelle? Nehme ich da alle beide? Ja, wenn ich das wüsste, ne? Oder gar keinen. Deswegen, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Und stell dich mal hier hin. Okay. Und du siehst irgendeinen. Ach, da oben. Okay. Immerhin mit 45. Das ist doch schon mal eine Ansage. So, wie ist es mit dir? Naja. Dahin, komm. Los, lauf zum Chef. Und schon wieder einen gerettet. Das ist die Nummer. 3? 4? Der sieht den nicht da oben. Hochinteressant. Er könnte aber vielleicht eine Alien-Granate dahin schmeißen. Mal gucken. Kommst du dahin da oben? Bäh. Ja. Wenn man da mal hinkäme, ne? So irgendwie. Aber da oben ist ein Zivilist, das weiß ich. Ah, oh, das ist furchtbar mit dieser Steuerung hier. Naja, so ginge es, ne? So ginge es. So könnte ich ihn auf jeden Fall killen. Ohne den Zivilisten zu kriegen. Allerdings fliegt dann das Auto da in die Luft. Aber das kann ich nicht ändern. Denn der Schweber, der kann schwer... Aha. Der kann schwer austeilen. Ja, ist doch nicht zu glauben hier mit dieser Steuerung. Also diese Steuerung. Oh, das ist nicht zu fassen. Eben hatte ich es so schön. Ich krieg's nicht hin. Also was soll das? Hey, ganz schlimm. Echt schlimm. So, komm, hier rüber. Ein Stück hier rüber. So. Ja, genau. Nein, so. So, schmeiß. Der hat doch gesessen. Hervorragend. Und ist das Auto? Ja, das Auto brennt leider. Ich hoffe nur, dass du kapierst, dass du da verschwinden solltest. Ne? Das wäre nicht ganz so schlecht. So, wie sieht's aus? Als nächstes haben wir hier unseren Scharfschützen. Der steht da eigentlich ganz gut, aber wenn er noch ein bisschen mehr in Deckung gehen könnte, hier nämlich hin, da steht er in voller Deckung, fände ich das auch nicht schlecht. So, das ist unser zweiter Scharfschütze. Der könnte... Ja, hier wäre natürlich nicht verkehrt. Aber da sieht er nichts. Da könntest du natürlich hinsprinten. Hm. Geh mal hier hin, komm, ist egal. Und da gehst du dann mit der Pistole auf Feldposten. Du hast bereits geschossen eben. Das fand ich gar nicht so verkehrt. Dann geh ein Stückchen nach vorne. Und auf Feldposten. Unser schwerer Junge. Der kann hier hin. Auch auf Feldposten. Und du bist noch dran. Dann gehst du natürlich auch auf Feldposten. So. Auf geht's. Die nächsten. Ah. Nee, das ist nicht gut. Oh, daneben. Naja, die können halt nur nichts. Okay. Da haben wir noch einen. Siehst du, funktioniert doch. Klasse. Und schon wieder Schweber. Mhm. Ja, das war das Auto. Und der fliegt jetzt auch in die Luft. Ja, das tut mir leid. Das tut mir wirklich sehr leid. War nicht beabsichtigt, definitiv nicht. Wollte das eigentlich anders haben. Aber der Schweber,
der hätte unseren Zweien hier mit Sicherheit das Leben sehr, 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 sehr schwer gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher. So, können wir denn mal vielleicht mit irgendeinem unserer Scharfschützen was anfangen? Der kann sogar mal was sehen. Ich glaub's nicht. Super. Das ist doch schon mal nichts. Schon mal was wert. Was ist mit dir? Du siehst wieder gar nichts. Also sowas. Ist doch wieder unmöglich. Was können wir denn mit dir anstellen, wenn du so weit hier hinten stehst? Da mache ich mir gleich einen Kopf drüber. Bevor es aber losgeht, nehmen wir erstmal ihn hier. Und mit 98%, 75 kritisch, solltest du treffen. Komm, ohne Präzisionsschuss auch. Na also, klasse. Hervorragende Arbeit. Bin sehr zufrieden. So, du könntest theoretisch, könntest du ordentlich hier eine Rakete reinjagen. Ne? Wäre eine Möglichkeit. Wir können es ja mal probieren. Aber der reicht nicht, ne? Doch. Er könnte reichen. Schuss ist blockiert, Schuss ist blockiert. Aha. Was ist das nur für ein Mist? Warum ist der blockiert, der Schuss? Naja, gut, dann lassen wir es eben. Kannst du auch schießen? Theoretisch könntest du auch schießen, aber mit 58% bin ich da noch nicht so einverstanden mit. Haben wir denn nicht noch irgendwo einen Stürmer rumsitzen? Der hat Sturm und Schuss und könnte ziemlich weit laufen. Ich könnte ihn direkt hier hinziehen und hoffen, dass ich ihn dadurch flankiere, weil eine groß andere Möglichkeit habe ich gar nicht. Außer hier vielleicht. Das wäre noch eine Alternative. Das müsste man mal überlegen. Moment. Wenn wir mal hier diesen Gang hier lang gehen, dann wäre tatsächlich das hier eher flankieren. Drehen wir uns mal rum nochmal. Geht jetzt wieder nicht. Doch, geht. Ja, also theoretisch ist das flankieren, ne? Wobei das eigentlich auch nicht schlecht ist, aber naja, man weiß es nicht, ne? Hier hast du eventuell sogar noch ein bisschen Deckung. Komm, Mut zur Lücke, Sturm und Schuss. Ein bisschen rüber, komm, ich will das sehen. Ich wollte dich dahin stellen. Dahin, komm, lauf. Da ist noch einer. So, da haben wir auch mal gleich einen Zivilisten gerettet. Aha, da haben wir noch einen da oben stehen. 76,80. Zu 75,30. Mhm. Tja. 76,80. Das klingt verlockend, ne? Das klingt sehr verlockend. Und der kann von da oben einiges anrichten. Okay, komm, mach den. Wunderbar. Denn noch sind wir nicht am Ende hier. Er könnte ja auch noch schießen. Theoretisch. Und wenn wir ihn noch ein bisschen hier ranziehen, wo ich durchaus gewillt wäre, so, haben wir trotzdem nur 58. Hm. Naja, ist egal. Probier's halt. Komm. Na klasse. Alle Missionsziele erreicht. Ach was. Das war's schon. Jetzt bin ich aber fertig. Jetzt bin ich aber absolut fertig. Aber super Sache, ne? Getötete Alien 6. Ausgezeichnet. Verlorene, keinerlei Leute verloren. Und 16 von 18 Zivilisten gerettet. Und das mit einer ziemlich einfachen Truppe. Bin begeistert. Super. Klasse. Lief wie am Schnürchen. Und den einen Zivilisten, den haben wir auch noch selber getötet. Da bin ich ein bisschen traurig drüber. Das war gar nicht so beabsichtigt. Aber wie heißt das? Ich glaube, Kollateralschaden oder so, ne? Sieht aus, als hätten sie da unten alles im Griff. Wow. Sie tragen nicht einmal einen Kratzer davon. Nö. Und wir haben 5 Beförderungen. Ich bin ja geplättet, ne?
Okay. Unser Sniper, der darf sich wieder mal ein Stückchen nach oben arbeiten. Unauffällig. Au, oh, das ist eine tolle Sache, ist das. Eine ganz tolle Sache. Denn dadurch wird eine teilweise Deckung zur vollen Deckung. Das ist natürlich hervorragend. Spitzenmäßig. So, was ist mit dir? Unser Stürmer, der kann weiter. Ja, Schnellfeuer oder ausräuchern. Natürlich Schnellfeuer. Ganz klar, das brauchen wir. Und du hier? Unser schwerer Jung, der nächste schwere Jung. Tja, Schredderrakete. Her damit. Und du bist ein neuer Schwerer. Mhm, okay, alles klar. Herzlich willkommen im Team. Und du hier? Och nee, nicht schon wieder noch einen schweren. Oh, was will ich mit so vielen schweren Jungs? Die brauche ich doch alle gar nicht. Aber so ist das manchmal. 4 Schweber, 2 Chrysaliden, 6 Waffenfragmente. Immerhin, ne? Und wir haben das Ding überstanden. Das ist das Wichtigste. Die Panik in Brasilien hat sich um 2 abgeschwächt. Die Panik in ganz Südamerika ist gelegt. Ja, Wahnsinn. Wir behalten sie im Auge. Ja. Okay. Ja, damit sind wir eigentlich schon wieder durch. Das war eine relativ kurze Angelegenheit, aber das passte ja ganz gut. Dafür war die davor abgeschlossene Mission eine sehr lange, anstrengende Sache. Diesmal halt ein bisschen kürzer, aber war trotzdem schön, war spannend, hat mir richtig Laune gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, ne? Daumen nach oben, Abo dran, dann bin ich glücklich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!